Moin, ich bin der Deichgraf und ich heiße dich zu einer neuen Folge meiner kurzen Einführung in Warframe willkommen. Heute dreht sich alles um den letzten Anfangsframe Mag, bevor wir uns einigen der Grundmechaniken und Missionstypen zuwenden. Für diese Folge unterstützt mich Exiled 1911 von Howl of the Abyss. Mag ist ein sehr ausgewogener Frame, deren Fähigkeiten sowohl offensiv als auch defensiv einsetzbar sind. Ihre erste Fähigkeit Ziehen zieht Gegner zu euch, wie der Name schon überdeutlich sagt. Dabei wird etwas Schaden verursacht, aber was wohl wichtiger ist, die Gegner werden von den Beinen gerissen und brauchen einen kurzen Moment, um wieder aufzustehen. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn ein Teamkamerad in Schwierigkeiten ist, der Gefangene, den ihr retten müsst, bedrängt wird oder das Objekt, das ihr schützen wollt, von Gegnern umringt ist. Früher konnte man auch gefallene Teammitglieder damit zu sich ziehen, dieses konnte ich bei meinem letzten Test am 26.01.2014 nicht mehr nachstellen. Der defensive Einsatz der zweiten Fähigkeit, Schildpolarisierung, füllt die Schilde des Teamkameraden auf, den ihr gerade anvisiert habt. Das erfordert schnelle Reaktionen und hohe Präzision, was mit einem Gamepad extrem schwer zu erreichen ist. Der offensive Einsatz entzieht dem anvisierten Gegner Schilde. Der unmodifizierte Schildentzug ist relativ schwach und eignet sich nur für Low-Level-Missionen, da bereits Mittelklasse-Waffen in kürzerer Zeit mehr Schaden machen können. Leider lässt sich diese Fähigkeit nicht auf euch selbst anwenden, aber ein Mag-Tandem kann sich mit genug Energie lange unverwundbar halten. Mit ihrer dritten Fähigkeit vergrößert ihr effektiv das Ziel. Der Kugelmagnet erzeugt eine Blase um das Ziel, die alle Projektile auf das Ziel umlenken, die durch sie hindurchfliegen. Das klingt zunächst nicht sonderlich eindrucksvoll, aber es gibt zwei Anwendungen hierfür. Die erste, man vergrößert ein Ziel, das in Deckung geht, um Kugeln um Ecken zu lenken oder falls man Teamkameraden hat, die noch nicht so gut zielen können. Nach Ablauf der Wirkungszeit wird der gesamte Schaden, der die Kugel trifft, auf das Ziel gelenkt, was besonders bei Bossen hilfreich sein kann. Die zweite Anwendung ist etwas cleverer, aber auch schwieriger. Man tötet das Ziel in der Blase, bevor die Wirkungszeit abgelaufen ist. Das sorgt dafür, dass die Blase explodiert und der gesammelte Schaden nach außen projiziert wird, also alles um das Ziel herum trifft. Weiterhin ergeben sich Synergien mit einigen Fähigkeiten anderer Frames, wie zum Beispiel Excaliburs radialer Speerwurf. Innerhalb der Blase gezündet, werden alle Speere auf ein Ziel gelenkt, was ca. 12.000 Schaden verursacht. Ihre ultimative Fähigkeit Zermalm hebt alle Gegner im Umkreis an und zerschmettert sie. Wie bei allen Ultimates, die direkten Schaden verursachen, ist sie extrem stark im Low- und Mid-Level-Bereich, da sie alle bis auf die stärksten Gegner mit einem Schlag tötet. Allerdings verliert sie in höheren Leveln schnell an Nützlichkeit. Weiterhin braucht die Animation eine ganze Weile und während dieser Zeit gibt Mag ein vorzügliches Ziel ab. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und vor allem auch für das Feedback aus dem offiziellen Warframe-Forum. Nächstes Mal beschäftigen wir uns mit Polaritäten, Mods, Fusionen und Umwandlungen. Die übernächste Folge dreht sich dann um die Sternkarte und Missionstypen. Damit habt ihr dann alles, um in die Vollen zu gehen und euch in diesem Spiel zu verlieren. Bis zum nächsten Mal, euer Deichgraf.